Sven? Ja, ziehen schon wieder. Herzchen, was kann ich für Sie tun? Ich habe eine kleine Frage. Eine kleine Frage. Du hast keine kleinen Fragen. Hast noch nie kleine Fragen gehabt? Wieso hast du hier eine eigene Toilette und alle anderen Mitarbeiter müssen sich eine Toilette teilen? Weil da bin ich ein bisschen eigen. Das ist wie auch, wenn ich irgendwo hinfliege mit dem Flugzeug, da habe ich auch meine eigene Toilette. Ja? Ja, das melde ich vorher an. Dann reiße ich hier ein altes Scheißhaus raus und extra ganz neues rein mit rosa Schleifchen drauf. Ne, wenn ich dann komme und dann ja mal meine Notdurft dann verrichten muss. Ja. Ne? So, weil man verbringt ja auch so gerne mal so ein paar Stunden auf dem Klo und fliegt, ist ganz klar. Ich wollte gerade sagen, Ne? hast du Dann wenigstens komme ich auch noch Platz rein zu und sitzen? Tür auf und denke ich, ach Mensch, was ist das denn? Da liegen auch noch schön auf der Klo so schöne Pralinchen noch so rum zu. Oh. So, wenn du im Hotel bist, auf dem Bettkissen, weißt du? So schöne Pralinchen liegen da oben zu. Da komme ich rein, ach, das ist ja schön und die Schleife ab. Kann ich mich schon hinsetzen und dann schnappe ich meine Pralinchen. Ja. Nur das Gediegende ist ja, ne? Ich weiß ja nicht, ob man dazu ansprechen darf. Ne? Es gibt aber ja so Themen, da auch auf dem Klo. Ne? Also, ich sage jetzt mal vorsichtig, ich bin ja gut gebaut. Ne? So. Du machst, sagen wir es abgekürzt, du machst Dinosaurierhaufen, wie bei Nein, Jurassic Park. nein, das ist noch gar nicht mal das wesentliche Übel. Das wesentliche Übel ist ja, dass man nicht, wenn man sich hinsetzt, beides gleichzeitig machen kann. Das andere überlassen wir erstmal die Fantasie. Beiß mir mal jemand den Kopf auf, so viel Information kann ich nicht gebrauchen. Ja, wieso machst du nicht? Ja, aber wieso denn? Ich bin der erste Typ im Internet, der da mal drüber redet. Das sind doch wirklich wahre Begebenheiten, Alltagsbegebenheiten, wo du mit kämpfen musst, oder nicht? So, das heißt dann ja, wie kriegst du das hin? Weil man hat ja auch ab und zu mal, wo man beides gleichzeitig und so weiter. Mehr brauchen wir nur nicht. Und das ist ja nun mal halt, wenn man halt gut gebaut ist, ne, dann hängt das ist ja auch, ne, wir brauchen nicht weiter, ne? Oder nicht, Winkel? Du hast auch jedes Mal Was das hast du denn Problem, für einen komischen Pullover an? Dann guck mal hier, damit du gleich Bescheid weißt. Alles hast du krank. Zugeschickt bekommen, ne? Bist du wahnsinnig? So was bekomme ich dir nicht zugeschickt, da habe ich mir gekauft für teuer Geld. Echt? Ja, so ich. Ja? Ist der nicht schön hier? Auch 100% Polyester. Ja. 100%ig, ne? Ja, aber wie? Was? Ja, schickt doch ungemein, oder? Ja. Könnt hinten ein bisschen länger. Ne? Du, das, wenn ich vorne ein bisschen einziehe, wird hinten automatisch länger. So. Ja. Ich wollte dich sowieso mal eben was ganz was anderes fragen. Wer war auf meinem Klo? Da fehlt eine halbe Rolle Klopapier. Ich bin so langsam out der Befürchtung, ne, dass sie mir mein Klopapier zerschlagt. Dass sie dann mitnimmt nach Hause. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Eins. Bei uns ist genug. Ja, aber ich habe ja auch das schöne Viellagige. Ja, ihr habt ja auch sicher. Spielepapier. Ich habe das schöne Viellagige und ihr ist schön mit eurem Spielepapier. Ne? Ja. Jedes Mal kommt ihr so aus der Toilette laufen. Oh, ja. Oh, ja, kaputt. Oh, ne? Und dann ich immer, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Das war alles in Ordnung. Aber das ist alles gut. Ich habe ein gutes Gefühl, wenn wir so an deinem Chefbüro vorbeilaufen. Es ist übrigens unser Opa. Ja. Dienstältester hier im Betrieb und wir haben ihn jetzt getauft auf Opa. Ja. Hier kann man morgen rein. Ne? Ich war ja nicht da. Ich dachte, was gibt's so alles gar nicht da rein? Ich sag, wo ist der Opa eigentlich? Ne? Ein Gelächter. Du Björn lacht vor Lachen unterm Stuhl. Timo kriegt sich gar nicht wieder ein. Und Sven? Ne? Ach so! So 10 Sekunden später, weil es dann auch gereiht. Ne? Alles klar. Ne? Oh, wie Spaß hat. Ja, nee. Klasse, klasse, klasse. Trotzdem, wir haben noch nicht über das Klopapier wird noch gesprochen. Nee, aber das ist wirklich so. Das Flugzeugproblem ist echt schon. Ist so, warst du wirklich schon mal im Flugzeug auf dem Klo? Warst du wirklich schon mal? Ja, hau mir das Ding doch noch eben an den Schädel. So, warst du schon mal nein, drauf? Nein, ich gönne mir das nicht. Nee, du fliegst doch immer so eine Stunde irgendwo hin. Ja, genau, in mir sitze ich drin, ne? Muss ich jetzt sagen, oder was? Genau. Oh Gott. Das sind aber nur die kurzen Flüge. Ne? Da habe ich das nicht so mit. Ja, so die Flüge so aus der Tür raus. Ja, so, genau. Ne? Genau. Ich weiß gar nicht. Weißt du, da müssen 200 oder 250 Leute müssen dann auf so eine kleine beengte Toilette gehen, die nichts größer ist wie diese Mülltonne. Ja, nun mach das mal. Wie soll das denn? Das kann doch gar nicht funktionieren. Ja, das ist Was doch ist Scheiße. Wie kommen wir eigentlich auf Flugzeugtoiletten als Thema? Ich weiß das selber auch gar nicht, wie wir da drauf gekommen. Ja, weil mein Scheißhaus da, irgendwie weiß ich auch nicht. Also irgendwie. Weil das ist alles nicht mehr so. Früher waren die Klos auch besser geformt. Da hattest du auch eine schönere Form, die war auch gemütlicher. Da konntest du aber 20 Minuten in Ruhe sitzen und konntest mal noch Zeitung lesen. Heute nach 2 Minuten tut dir ja auch alles weh. Entweder liegt das da mal beschwerer werden, das mit Druck drauf, oder es wird einmal wie die beschissen. Ich weiß es nicht. Eigentlich müsste ich jetzt mal mit der Keramikindustrie aufräumen, ne? Dann müssen wir eigentlich mit dem Anruf und sagen, Leute, was ist da los? Aber dann kommt die wieder an, ne? Ja, nee, aber mit den Klobrillen haben wir nichts zu tun. Oh mein Gott, also wenn einer eine anständige Klobrille hat, zu mir. Oh. Du bist um Werbung auch nicht mehr verlegen, ne? Überhaupt gar nicht mehr. Nein, überhaupt gar nicht mehr.
kann ich nicht mehr. Was ich übrigens noch sagen wollte, ne? Vielen Dank hierfür. Also, ich habe jetzt mehr als genug bekommen, ne? Alles ist gut, ne? Ein Kabel dazu wäre nicht schlecht, ne? Wenn ihr mir schon alle hier schickt. Gib mir auch immer eins. Ich habe wirklich keine. Mir klaut... Aber mir klaut sie die wirklich immer. Ja, die klaut sie die wirklich immer. Du lässt sie immer überall liegen. Weißt du, wie wenn ich schon in deinem Büro zusammengesucht habe? Du lässt sie ja wirklich immer liegen. Ja, und die verkaufst du. Und dann die lässt du dir wieder zuschicken. Was saubelt doch nicht alle, Mensch. Gib mir auch im einen ab. Ja, warte, du kriegst den billigsten hier, so da. Nein, ich möchte ein Original. Das ist ein Original. Ah, danke. Du bist ja heute richtig in Geberlaune, ne? Ja, heute in Geberlaune hole ich mir gleich wieder, wenn du im Büro bist. Das lässt du nämlich liegen, das weiß ich ja genau. So, was willst du eigentlich schon wieder hier? Arbeiten. Wie, was arbeiten? Du hast ja noch nie gearbeitet. Ja, klar habe ich hier schon gearbeitet. Ja, aber du meinst immer, dass das Handy rumgefilmt hat, immer arbeiten heißt. Das heißt nicht arbeiten, das ist Spaß, ist das. Haust mir noch eben ins Gesicht, ganz ehrlich. Du, heute richtig kameraaffin, ja, ne? Kameraaffin, ja genau, ganz richtig. So, kameraaffin, die scheißen aus und raus jetzt hier, oder? Hast du ein Thema? Nee. Willst du immer noch irgendwann reden? Wir haben über Klos geredet, über Abführen, über Stuhlgang, was denn noch? Da war auch noch was. Mein Mungenbrötchen, genau. Hat ihr noch tatsächlich mein Mungenbrötchen gegessen? Zähl? Ja. Hey, hört mal auf, über so unwichtigen Scheiß wie Arbeit zu reden. Wo ist mein Mohnbrötchen? Er hat wirklich ein Mohnbrötchen gegessen. Du, wenn du noch eine halbe Stunde wartest, dann gebe ich es dann wieder. Oh, das ist so großzügig. Ne? Dann gebe ich auch das Vierlagige. Ne? Noch einmal mein Mohnbrötchen ist so. Wo ist Wolfgang eigentlich? Ewigkeit, nichts mehr von gehört, aber ein Einzige, weißt du? Hier, kannst du ruhig filmen. Rechnung. Ah ne, das ist ja nicht Wolfgang. Das Einzige, was er kann, Rechnung schreiben. Rechnung. Das ist ganz komisch. Ich weiß gar nicht, er bringt dir gar nichts. Hier, er schreibt aber einmal fleißig Rechnung. Ne? Vor allem hat er auf der einen auch drauf geschrieben, ne? Akkuschrauber zum Verlosen umsonst. Weißt du, was das Schlimme ist? Der ist hier aber gar nicht. Ah, das ist angekommen, nur der Akkuschrauber nicht. Ja, ich bin aber gespannt. Hier, wird jetzt wieder aufgeschrieben. Betrifft Rechnung, mobile Montagebox. Was hat denn? Oh, das ist eine Gutschrift. Hey, Wolle! Oh, hier, Wolfgang, das ist auch eine Online-Liebesbekundung, oder nicht? Ich hab eine Gutschrift gekriegt. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Von 638 Euro, das ist auch eine Stange, ne? Ja, der kriegt dafür, der randalierst hier wieder rum, du. Ja, aber lieber Wolfgang, du bist ja einer meiner liebsten Vertreter, ne? Guck dir das mal an. Ich hab nicht nur eine Gutschrift bekommen, ich hab zwei Gutschriften bekommen. Und dafür kriegt er auch ein Küsschen. Ja, ist das nicht nett? Guck dir das mal an. Da steht ja auch einmal im Leben mit der Zeitung und ich krieg die Zeitung nicht mal. Ich habe den ganzen Artikel noch gar nicht gelesen. Ich weiß gar nicht, was da drin steht. Hast du die Überschrift gelesen? Die Überschrift gelesen? Da hast du doch wieder deine Finger ausspielen. Ne? Vor allem, da steht auch hier. Luxusvertreter Wolfgang. Ja, Luxusvertreter Wolfgang. Das klingt ja so, als wenn ich hier kommt und nur Rolex verkaufe und Rolls und sowas alles nicht. Ja gut, wenn die Preise sehen, der macht das ja auch. Der Lümmel. Hast du den gelesen? Ich habe den gelesen. Oh, dieses zufriedene, überragende... selbsttätige Gesicht schon wieder sehen. Ich hab ihn gelesen. Was gibt's sonst Neues? Ich habe ein Geschenk bekommen von meinem ersten Fanclub aus Oberfranken. Ohne Flachs von Oberfranken. Ja, das ist so. Das war richtig schön, es war richtig toll, was zu essen drin, es war ein bisschen was zu trinken drin, es war Schokolade drin, liegt alles auf dem Klo. Da hat ja keiner was zu suchen, das ist meine Privatgemächer. Schön auf dem Boden stehen und sich auf dem Klo sitzen, kann ich immer schon zugreifen zu trinken, mit Schokolade, ein bisschen dies, ein bisschen das hier, ein bisschen Nippes, ne? Ja. Aber bei den ganzen Verbrechern hier musst du es ja schon auf dem Klo verstecken, du. Du versteckst dein Essen auf dem Klo. Das ist wirklich wahr. Das musst du hier machen. Ich packe es in den Kühlschrank, ich packe es in die Schränke, ich komme einen Tag später, will davon haben, dann ist das weg wie leer. Gefegt, gestaubsaugt, genauso wie mit dem Kaffee. Ich sag es dir, ich bin hier noch in geheimer Mission unterwegs, das kannst du mir glauben. Der Kaffee auch, du, der schwindet sich hier ganz schön, mein Lieber. Der fließt auch hinaus im Rinnsal, der hatte Kaffee. Du weißt gar nicht, wo der war. So viel Kaffee kannst du gar nicht saugen, so viel Kaffee ich jeden Monat kaufe. Das gibt es überhaupt gar nicht. Ich hab schon gesagt, ich zwei Leute bestimmt zu Hause. Oder unser Opa. Hast du ernsthaft Essen auf dem Klo versteckt? Ja! Was ist hier eigentlich schon wieder los? Was ist schon wieder lange in der Weile? Timo, was willst du da denn? Was hast du denn schon wieder gesehen? So ein Rinnsalpulli wollte ich wohl nochmal. Ja, was, so ein Rinnsalpulli? Hast du jetzt völlig in einer Matratze oder was? Ich hab nur einen. Da musst du mal mit Schnee herkommen. Guck mal, die sind schon alle weg. Ich seh das. Du warst die letzten 5 Tage hier auch zu Hause. Das ist doch wohl ganz klar, dass die weg sind. Ja. Und die Fußbälle sind alle gezählt übrigens, ne? Für wen sind die Fußbälle? Die sind für einen guten Zweck. Für wen? Das weiß ich noch nicht. Für einen guten Zweck. So Stenfelde. So stehen Felde, ne? Weißt du, wie viele Fußbälle da sind? Das hat nicht mal Werder Bremen, mein neuer Lieblingsverein, hat so viele Fußbälle wie so stehen Felde. Gerade hier sind, haben wir noch was zu verlosen?
Nein. Warum? Haben wir nicht, nein. Und wenn ich jetzt im Lager gucke? Weil du ja alles verlost. Du verlost ja auch schon VIP-Plätze bei Wirdor. Ist doch nicht normal. Weißt du auch nicht, dass mein ganzes E-Mail-Konto voll sitzt. Ah, Mann, oh nee, du. Aber hier finde ich die Sachen nicht so spannend zum Verlosen. Lieber hinten auf dem Werkzeuglager. Nee. Hier ist doch ein bisschen besser. Hier, guck mal, hier, wir haben auch noch ein bisschen, hier haben wir eine Pudelmütze haben wir noch zu verloben. Wer ist denn davon? Wir haben ja auch noch ein bisschen Winter, der hält ja auch noch so an, so bis April und. Ach, was ich denn? Ich weiß auch nicht mehr, was alle verlosen soll. Ich weiß es doch wirklich nicht. Hier, ich habe noch einen ganzen Karton voll Schalke gesagt. Die können wir auch eben verlosen. Hier, Schals und Schilberchen und sowas alles nicht, ne? Hier, da wäre doch was, oder nicht? Wäre doch ein Träumchen, oder? Das wäre doch ein Träumchen. So ein Schalke-Fan-Paket. Oh ne. Willst du verlosen? Ja, verlosen wir. So überhaupt keine Tag. Guck mal hier, wir gucken erstmal schnell rein. Nee, das ist ein Überraschungspaket. Lass das mal da. Ja, aber nur mal eben so das Grobe weg. Das ist ein Überraschungspaket Schalke. Willst du wieder vor deine Verlosungswand gehen? Mit dem Paket in der Hand. Nee, ohne. Ja, ohne. Natürlich ist ja ein Überraschungspaket. Ja, hast auch. Nee, guck mal hier. Das haben die schon gesehen, die Zuschauer. Das nehmen wir eben mit. Komm. Komm, vor die Wand. Ja, aber du hast kaum Schalke-Fans als Zuschauer, glaube ich. Das glaubst auch nur du. Liebe Fans, wir verlosen diesmal ein riesen Schalke-Fanpaket, Überraschungspaket, mit sehr vielen schönen Sachen von dem blau-weißen Verein Schalke. Schreibt dafür in die Kommentare, Ron hat seine Loge gekündigt. Weil ich bin jetzt ja großer Werder Bremen-Fan, ne? Super Vereinsmitglied und Logenbesitzer und mit Ron. Und was ist, wenn jetzt morgen Hamburg anrufen würde und würde sagen, du Ron, willst du hier eine Loge kaufen? Kriegst du ein bisschen günstiger als in Bremen. Tja, und dann, ne, dann sagen wir doch, Mensch, wäre aber schön bei euch. Ne, dann machen wir ein halbes Jahr Werder. Du bist schon so ein bisschen wie Udo, ne? Udo ist ja auch Fan von jedem Fußballverein, die ihm was schenken, ne? Du hast doch Udo mal mit. Du hast doch Udo mal mit. Udo ist ja eigentlich Bayern-Fan. Eigentlich ja. Dann war Udo Schalke-Fan, von Herz, Bremen-Fan, von Herzen. Und dann hast du Udo mit auf Schalke genommen. Genau. Und dann? Tja, du, dann habe ich ihn natürlich ein bisschen eingekleidet, ne, mit Trikot, wie es gehört, und Schildchen und Trikot und Jacke und Stifte und Anhänger. Und wann habe ich ihn nicht alle gekauft? Ich sage, du bist jetzt ein Schalker, ne? Du glaubst es gar nicht, Udo, der war durch das ganze Blut durch 1:1 Schalker. Vollblutschalker. Aber auch nur, weil er die Sachen geschenkt bekommen hat. Ja, logisch, da vorher wollte er es auch nicht haben. Ist er rangegangen, Fanshop, ist er hier, du. Ja, weil er selber bezahlen musste. Ja, genau, da habe ich gesagt, ich komme her. Nee, du, das brauche ich auch nicht, das will ich auch gar nicht und so weiter. Ich sage, Udo, komm her, wir kleiden dich erstmal ein, dann bezahle ich alles eingeladen heute, ist egal. Ne? So, und ich kleide ihn ein, ne? Und er steht da, ja, und er lief da wirklich durch wie der Urschalker, schon seit 60 Jahren Schalke-Fan. Weißt du, so war er schon, das ist unglaublich, unglaublich. Und nächste Woche darauf war er bei Atlas Delmenhorst, hat ein Trikot geschenkt ja, bekommen. Ja, Atlas Delmenhorst hat besser. Das ist doch ganz klar, das ist logisch, ne? Aber ich würde es doch genauso machen. Ich habe mit Werder Bremen gestern noch gesprochen, die schicken dir auch ein Überraschungspaket. Du hast mit Werder Bremen gestern noch gesprochen, dann wird es ja noch teurer. Ey, das ist ja ein Geschenk. Werder Bremen, ein Leben lang grün sein.